Herzlich willkommen zur Kurswechselkombüse. Mein Name ist Matthias Stache und heute befinden wir uns in Folge 6. In den letzten Episoden hatten wir uns ja schon mit verschiedenen Dimensionen von Arbeit und Organisationen beschäftigt und uns ein paar Dinge angeschaut, wie zum Beispiel Kultur und Prozesse und über diese Dinge gesprochen. Heute in Folge 6 geht es gewissermaßen um den Unter- oder Überbau des Ganzen, die Organisation und ihre Strukturen. Als ich angefangen habe, vor so ungefähr 10 Jahren mich mal bewusst mit der Organisation, mit dem Unternehmen zu beschäftigen und darüber nachgedacht habe, habe ich eine gewisse Ehrfurcht auch verspürt vor diesem großen Ganzen, das da so in allen Facetten seine Wirkung zeigt. Heute schauen wir da so ein bisschen anders drauf. Und wie wir da drauf schauen, das erfahrt ihr gleich von meinem Kollegen Arne. Zuvor ein kleiner Hinweis, wenn ihr zwischendurch Fragen oder Anregungen habt oder irgendetwas nicht verstanden habt, nutzt die Chatfunktion jederzeit und schreibt uns, was euch beschäftigt. Wir gehen dann im Verlauf einfach darauf ein oder eben am Ende. Und damit übergebe ich an meinen geschätzten Kollegen Arne. Moin. Moin auch von mir. Vielen Dank, Matthias, für die kurze Einleitung. Wir hatten kurz die Blume eingeblendet mit den Dimensionen, mit denen wir uns in den letzten Kombüsen beschäftigt haben. Heute das Thema Organisation und ich habe hier gleich mal ein Bild mitgebracht von ja, der Art und Weise, wie wir alle irgendwie Organisation kennen. Oder vielleicht fange ich das mal anders an, wenn wir Kurswechsler, Unternehmen kennenlernen und in die ersten Gespräche gehen, stellen wir relativ schnell die Frage, wie seid ihr denn organisiert? Und in aller Regel dauert es nicht lang, dann haben wir sowas oder sowas Ähnliches, wie hier auf dem Bild dargestellt, vor uns liegen. Ein typisches Organigramm, meistens mit dem Hinweis, da müssen wir nochmal eben ran, weil das ist gar nicht mehr aktuell. Also da hat sich schon irgendwie was verändert. Nichtsdestotrotz sind ja gefühlt, um mal was zu sagen, 90% der Unternehmen in dieser Art und Weise organisiert, sodass ich ja sagen könnte, wenn so viele Unternehmen sich entlang dieser klassischen Organigrammlogik organisieren, dann kann das ja nicht ganz falsch sein. Und das ist es im Grunde auch nicht, denn das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich müsste aber mit Blick auf das, was wir heute vorhaben, zu erzählen, sagen, das war nicht ganz falsch. Denn ich möchte eine kurze Reise machen, wo kommt das eigentlich her? Also warum organisieren sich eigentlich die allermeisten Organisationen nach genau dieser Logik? Und warum war das mal richtig und wo führt das heute an vielen Stellen in Unternehmen auch zu Problemen? Und dafür habe ich ein kurzes Schaubild mitgebracht. Auch da bediene ich mich bei dem geschätzten Kollegen Gerhard Wohland, den ich in einer der vorangegangenen Kombüse-Episoden schon mal erwähnt habe. Der hat diese sogenannte Taylor-Wanne gebaut. Also wenn wir mal gucken, wo kommt das eigentlich her, diese Form, sich zu organisieren? Dann würde ich gerne eine kurze Zeitreise machen und einmal so ins Jahr 1900 springen und fragen, wie war Arbeit denn da eigentlich? Und so das dominierende Format war im Grunde, die meisten werden es jetzt irgendwie im Kopf haben, Landwirtschaft waren viele unterwegs oder im Handwerk. Es waren also kleine Betriebe, die sich in aller Regel in lokalen Märkten aufgehalten haben. Also was meine ich damit? Wenn ich Schreinermeister war in Delmenhorst, dann habe ich in Delmenhorst meine Schreinerei gehabt, habe dort produziert, habe dort auch verkauft. Dazu kommt, meine Kunden, die ich hatte, die meine Produkte abgenommen haben, das waren in der Regel dann auch die Einwohner aus Delmenhorst. Also es wäre nie jemand auf die Idee gekommen, aus München zu mir in die Schreinerei zu kommen, um bei mir einen Tisch zu kaufen. Sondern es waren ganz einfach, wie gerade schon angedeutet, lokale Märkte. Was auch dazu kommt, ist, dass der Wettbewerb dadurch relativ hoch war. Also es gab vielleicht noch 2, 3 weitere Betriebe, die auch das Gleiche angeboten haben. Und wenn ich nicht gut war in dem, was ich da gemacht habe, dann hatten meine Kunden die Möglichkeit, auch ganz einfach zum Wettbewerber zu gehen. Ich habe Auftragsarbeiten gemacht. Also kein Schreiner wäre jemals auf die Idee gekommen, irgendeinen Schrank oder einen Tisch oder eine Kommode zu produzieren, ohne vorher denjenigen, der das Ding dann haben will, zu fragen, wie soll es denn eigentlich sein? Wie hoch, wie breit, aus welchem Holz,
irgendwelche Veredelungen. Das heißt, so lief im Grunde genommen Arbeit ab. Und was in diesem Modell auf der Y-Achse noch eingezeichnet ist, ist das Thema Überraschung. Und so ein bisschen wird das deutlich aus dem, was ich gerade schon erzählt habe. Es konnte jetzt durchaus passieren, dass heute ein Kunde reinkommt und sagt, ich möchte gerne eine Kommode haben. Die soll 1,60 Meter hoch sein, 1,20 Meter breit, aus Eichenholz. Und morgen kommt ein anderer Kunde, der will was ganz anderes haben. Und vielleicht, während ich dann in der Produktion bin, kommt derjenige auch nochmal vorbei, weil man kannte sich ja in diesen kleinen Ortschaften und guckte mal, wie weit bin ich denn eigentlich, und stellte fest, das mit den Schubladen habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, da möchte ich andere Sachen drin unterbringen, das müssen wir nochmal irgendwie verändern. Das heißt, auch während des Produktionsprozesses war es durchaus möglich, dass ich nochmal eine Veränderung vornehmen musste, dass Anforderungen sich verändert haben, ich also sozusagen mit Überraschungen umgehen musste. Das heißt, ich hatte eine gewisse Komplexität drin, eine gewisse Unvorhersehbarkeit in dem, was morgen noch so kommt. Ich erzähle das, weil dann etwas passiert ist geschichtlich, nämlich die Industrialisierung, was diese Situation des Arbeitens vollständig verändert hat. Also im Wesentlichen dadurch, dass ich dann mit der Industrialisierung plötzlich durch Eisenbahnen, die kamen, durch Dampfschiffe, die kamen, auch durch Elektrizität, die in ganz anderem Maße nutzbar war, Dinge, die ich produziert habe, plötzlich auch transportieren konnte. Also mit der Eisenbahn irgendwohin, mit dem Schiff irgendwohin verschiffen. Dadurch musste ich mich nicht mehr auf Dame and Horse konzentrieren, sondern theoretisch und am Ende auch praktisch war es möglich, einen Auftrag anzunehmen von jemandem, der nicht in meiner direkten lokalen Umgebung war. Was hat das gemacht mit der Abnehmerschaft sozusagen, mit den Märkten, mit den Kunden, mit den potenziellen Käufern? Wenn ich das Ganze global sehe, denn ich konnte ja im Grunde genommen überall hin jetzt verkaufen, dann habe ich plötzlich ganz, ganz viele Menschen, die meine Produkte möglicherweise kaufen wollen. Und es gab zu der Zeit aber gar nicht so viele Anbieter, sodass sich hier eine gewisse Logik umkehrt, denn ich musste plötzlich den Kunden nicht mehr fragen, was willst du eigentlich haben, sondern ich konnte davon ausgehen, weil der BWLer sagt dazu, Verkäufermärkte entstanden sind. Also die Nachfrage war plötzlich viel, viel größer als das mögliche Angebot, was geschafft werden konnte. Ich konnte mich darauf konzentrieren, wie ich das mache, was ich mache, ob das effizient ist und so weiter, weil gekauft wurde sowieso. Und dann kam ein gewisser Frederick W. Taylor um die Ecke, der sich darüber Gedanken gemacht hat, also über genau diese Situation. Und der gesagt hat, Moment mal, wenn das jetzt so die Situation ist, also gekauft wird sowieso und ich muss den Kunden nicht mehr fragen, dann ist ja im Grunde genommen der einzige Hebel zu unternehmerischem Erfolg Effizienz. Also Stückkosten im weitesten Sinne, das kommt dann etwas später bei dem Taylor. Das heißt, der Taylor hat gesagt, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, möglichst effizient zu produzieren und zu einem Preis anbieten zu können, dass genügend Leute das Produkt noch kaufen, dann sind wir wirtschaftlich erfolgreich. Es musste also nur noch ausreichend gut sein, dass die Leute gesagt haben, ich interessiere mich dafür, und sie mussten es sich leisten können. Und dann hat der Taylor gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir im Grunde genommen ganz anders arbeiten. Und er hat eine gewisse Logik entwickelt. Ich habe hier mal die Komplexität der Manufakturbetriebe eingezeichnet. Und der Taylor hat gesagt, jetzt reduziert sich ja im Grunde wahnsinnig die Komplexität. Und er hat gesagt, Unternehmen müssten das auch tun. Dazu hat er eine gewisse Logik entwickelt. Also er hat sich jetzt nur die Frage nach der Effizienz gestellt und gesagt, wir trennen jetzt mal das übergeordnete Denken von der eigentlichen Ausführung. Also er hat gesagt, wenn es wenige Leute gibt, die wissen, wie dieser Tisch gebaut wird, oder ich gehe mal über zu Autos, denn der Ford war der Erste, der dieses tayloristische Modell für sich übernommen hat. Es gibt vielleicht wenige Ingenieure, die wissen, wie dieses Auto konstruiert wird, die einen Plan schreiben und das quasi an die Arbeiterschaft runtergeben. Der Taylor hat gesagt, wir befreien die Arbeiter von der Last des Denkens. Also wenige denken, viele machen. Das war so die erste Logik, die der Taylor gesagt hat, um Effizienz zu erzielen. Die zweite Logik war, dass der Taylor gesagt hat, wir müssen die Wertschöpfung funktional abteilen in kleinstmögliche Arbeitsschritte, sodass im Grunde genommen, ich sag's mal so, wie ich es im Kopf habe,
jeder Idiot in der Lage sein müsste, die einzelnen Arbeitsschritte auszuführen, weil nicht viel Intelligenz dazugehört. Sondern ich brauche nur zwei Hände, die Schraube nehmen, Schraube drehen, weiter. Fließbandarbeit sozusagen. Und drittens hat der Taylor gesagt, wenn ich mich nicht mehr um den Absatz kümmern muss, weil der sowieso stattfindet, dann kann ich anfangen zu planen. Das heißt, ich kann mir überlegen, wie viele Ressourcen habe ich, also wie viele Rohstoffe kriege ich woher, wie viele Menschen setze ich ein, was kann ich eigentlich in so einem Jahr produzieren, und dann kann ich eine Jahresplanung machen. Und auch das wird wieder im Sinne von oben wird gedacht, unten wird gemacht, natürlich von Managern erledigt. Im Grunde genommen ist das so die Geburtsstunde der Manager, wie wir sie heute kennen, die dann auch am Band noch so ein bisschen als Aufseher fungiert haben. Und diese Idee von dem Taylor hat historisch einmaligen Erfolg gehabt, was so die Wirtschaft angeht. Also je nach Branche haben wir dadurch Produktivitätsgewinne von ja, bis zu Faktor 100 erzielen können. Also sowas wie den Wohlstand, den wir heute haben, dort ermöglicht. Also was das mit der Arbeit in Organisationen gemacht hat, ist, die Komplexität ist wahnsinnig nach unten gefahren worden. Wie gesagt, Schraube nehmen, Schraube drehen, weiter. Und das hat so lange hervorragend funktioniert, wie ich genau diese Marktsituation hatte. Also wie ich mich auf Effizienz konzentrieren konnte, weil das der einzige Erfolgsfaktor war. Jetzt ist es einigermaßen logisch, dass so mit im Verlaufe der Zeit sich die Märkte wieder ein bisschen füllen. Also Globalisierung beginnt. Ich habe plötzlich auch an anderen Standorten Wettbewerber, auf die ich wieder achten muss. Kurz, Kunden haben so nach und nach wieder eine Wahl, sich zu entscheiden, kaufe ich dort oder kaufe ich hier. Das passiert ganz allmählich, aber mit dieser Veränderung der Märkte, die so in den späten 70ern, Anfang der 80er beginnt, nimmt die Komplexität logischerweise wieder ein Stück weit zu, weil ich plötzlich wieder gucken muss, was macht denn der Wettbewerber? Ist der besser als ich? Kann der was anderes? Bringt der bessere Features, würde man heute sagen? Das heißt, ich muss reagieren auf das, was außerhalb meiner Organisation passiert. Das ist im Industriezeitalter nicht der Fall gewesen. Und das Ganze nimmt natürlich wahnsinnig zu, als die Digitalisierung einsetzt, so als Brandbeschleuniger der Globalisierung sozusagen. Also irgendwann sind die Märkte wieder so voll, dass ich durch auch ein Ausweichen mir keine neuen Märkte mehr erschließen kann. Also nur weil ich in Frankreich oder in Amerika oder in China nochmal eine Produktion aufbaue, heißt das nicht, dass ich da wieder alleiniger Marktteilnehmer bin, sondern auch da habe ich sehr, sehr schnell wieder diesen Wettbewerb. Das heißt, ich muss diesen Blick in die Organisation, wo ich nur gucke, wie kriege ich meine Prozesse so gestaltet, dass ich effizient bin, auch wieder nach außen richten, auf den Kunden und bei der Komplexität, die wir heute haben, also der Wettbewerbsdichte sozusagen, das in ganz, ganz hohem Maße. Also erfolgskritisch ist natürlich auch noch effizient, aber vielmehr kaufen die Kunden bei mir oder sind die woanders. Und heutzutage mit den digitalen Möglichkeiten ist der Wettbewerb ein Klick entfernt für den Kunden. Also wenn ich nicht super individuell die Bedürfnisse befriedige, habe ich Konkurrenz, die mir das Geschäft madig macht. Das Problem ist ein Stück weit, dass heute noch, und deswegen glaube ich, dass viele Organisationen so stark unter dieser Komplexität leiden, weil versucht wird, diese neue Marktsituation, die ganz ähnlich ist zu der Zeit in der Manufaktur, nur eben auf globaler Ebene, mit der Organisationslogik aus dem Industriezeitalter zu besiegen. Und die ist ganz einfach dafür nicht gemacht. Hier ist nochmal meine Organisation. Im Titel heißt ja, formal ist das nicht, wie Leistung entsteht. Wie entsteht Leistung in diesen Organisationen, die heute noch nach der tayloristischen Logik gebaut sind? Wenn wir das mal so nehmen, dann haben wir da am Ende der Nahrungskette oft sowas wie einen Kundenservice oder einen Vertrieb, die jetzt plötzlich feststellen, da kommt ein Kunde mit einer Anforderung, für die habe ich gar keinen Prozess. Also das ist noch nicht aufgeschrieben, wie ich damit umgehen soll. Was mache ich? Ich laufe erstmal zu meinem Chef und sage, Chef, da ist ein Problem, da habe ich keinen Prozess dafür. Der kann es natürlich auch nicht lösen. Dann läuft der zum Chefchef sozusagen, oft ein Abteilungs- oder Bereichsleiter. Und der stellt fest, wir haben ja eine aufgetrennte Wertschöpfung. Das heißt, ich alleine kann das jetzt gar nicht lösen, dieses Problem, sondern ich muss erstmal mit den Abteilungsleiter aus den anderen Bereichen sprechen. Und jetzt werden Meetings gemacht.
Und jetzt entstehen unfassbar hohe Koordinationsaufwände und viele von euch werden gerade mal ihren eigenen Kalender vor Augen haben, wie viele Meetings da zum Teil drin sind. Und diese Meetings sind im Grunde nichts anderes als ein Symptom für den Versuch, diese Überraschung, die jetzt ja reingekommen ist durch die individuelle Anforderung, wieder in einen Prozess zu übersetzen, der dann allgemein gültig ist. Und das mag ganz gut funktionieren, wenn das einmal passiert oder zweimal passiert, wenn aber die Veränderungsdynamik der Märkte so hoch ist, dass ich ständig mit Überraschungen umgehen muss als Organisation, dann habe ich ständig diesen Lauf intern. Also diese Koordinationsaufwände, wo man sich überlegen muss, wie gehen wir mit diesem Sonderfall denn jetzt um? Und die Wirtschaft heute besteht aus ganz, ganz, ganz vielen Sonderfällen und deswegen kollabiert sozusagen diese tayloristische Organisation, weil man irgendwann nur noch mit sich selbst, also mit Koordinationsaufwänden beschäftigt ist und überhaupt keine Zeit mehr hat, wirklich Kundenprobleme zu lösen. Genau, also das ist die klassische Pyramidenlogik. Ich habe es gerade gesagt, bei Dynamik, wenn die sehr, sehr hoch ist, gerät diese Form der Organisation eben in eine Überlastung. Und wenn wir mal ehrlich sind, Leistung oder Arbeit entsteht ja heutzutage auch nicht entlang dieser Kästchen, die ich da einzeichne, sondern irgendwie dazwischen. Denn was macht ein Mitarbeiter, der jetzt feststellt, ich kann das Kundenproblem mit dem Prozess nicht lösen, aber wenn ich den Prozess befolge, dann bin ich viel zu langsam, um es zu lösen. Man baut so Frickellösungen oder man geht auf das, was ich gerne die Hinterbühne nenne. Jeder kennt das. Ich rufe den Kollegen Müller aus der Abteilung X mal eben an, weil den kenne ich vom Seminar. Dann habe ich mein Problem gleich gelöst, statt Antrag 087 auszufüllen und eine Woche zu warten. Und meine oder unsere These ist, dass viele Organisationen, die sich nach dieser tayloristischen Logik organisieren, nur noch leistungsfähig sind, nicht weil sie diese Struktur haben, sondern weil Menschen sich sinnvoll verhalten im Grunde genommen. Also weil sie immer dann, wenn sie feststellen, der Prozess passt nicht zum Problem. Und wenn ich mich aber an den Prozess halte, dann kriege ich das Problem nicht gut und vor allem nicht schnell genug gelöst, damit der Kunde bei uns den Auftrag erteilt. Das heißt, Menschen gehen immer an diesen Prozessen vorbei und entwickeln Lösungen. Das ist das, was wir die informelle Struktur nennen. Und die These ist, oder im Titel steht ja auch, wie entsteht Leistung eigentlich in Organisationen, dass Leistung in diesen tayloristischen Organisationen in komplexen Märkten nicht mehr entlang der formalen Struktur, sondern immer mehr auf dieser Hinterbühne, auf der informellen Struktur entsteht. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich kein Problem, solange das funktioniert. Das Problem ist, dass ich als Mitarbeiter ja oft in der Situation bin, dass ich weiß, ich darf das eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich mich an den Prozess halten. Das heißt, ich bin auf der einen Seite damit beschäftigt, das Kundenproblem so zu lösen, dass der Kunde zufrieden ist. Und auf der anderen Seite bin ich damit beschäftigt, die formale Struktur zu befriedigen. Also das Reporting so zu schön, dass es aussieht, ich hätte mich an den Prozess gehalten. Und irgendwie auf der Vorderbühne, wie ich das dann nenne, so zu tun, als würde alles entlang dieser Struktur laufen, aber eigentlich im Klüngel, über den Flurfunk, in der Kaffeeküche die Probleme wirklich lösen. Und Matthias wird uns gleich erzählen, was machen denn die Unternehmen, die wir heute gerne Höchstleisterorganisationen nennen, also so welche wie DM-Drogerie, Handelsbanken, IKEA und so weiter, was machen die eigentlich anders? Genau, da würde Matthias jetzt noch ein bisschen was zu erzählen und das so vielleicht ein Stück weit auflösen. Matthias, bitteschön. Ja, danke Arne. Wir haben jetzt von dir ganz viel über eine Struktur gehört. Also und zwar die formale Struktur. Um aber zu verstehen, wie diese von dir erwähnten Höchstleisterorganisationen erfolgreich mit Überraschungen umgehen, müssen wir uns ein Gesamtbild machen. Es gibt nämlich nicht nur eine Struktur, sondern je nach Sichtweise mindestens mal drei, die sich gegenseitig beeinflussen. Also wir haben da die, unten kann man es jetzt vielleicht gleich sehen, wir haben zum einen natürlich die bekannte formale Struktur, also die, wo es um die Position geht. Ja? Macht entsteht in Abhängigkeit meiner Position in der Organisation, in diesem Strukturbild. Dann gibt es noch die Struktur, die doch sehr viel mehr auf der sozialen Ebene funktioniert, nämlich wo es um das Thema Einfluss geht.
Jeder kennt das, dass wir wissen, dass Maya vielleicht zwar kein Abteilungsleiter ist, aber eigentlich das Sagen hat. Also man richtet sich doch sehr stark an den einen Experten, der, warum auch immer, einfach gehört wird. Dessen Meinung ist wichtig. Und die dritte Struktur, die wir uns angucken können, ist das Thema der Wertschöpfungsstruktur. Da geht es um das Thema Reputation. Also wer steuert eigentlich welchen Wert bei? Und man kann hier schon ganz grob erkennen, dass diese Dinge sich gegenseitig beeinflussen. Wir müssen da gar nicht so sehr reingehen. Es ist nur wichtig, dass es eben unterschiedliche Blickwinkel auf so eine Organisation gibt. Man kann eben auf die formale Vorderbühne gucken. Wir können uns angucken, wie ist der Einfluss, und wir können uns aber auch angucken, wie funktioniert Wertschöpfung. Aber diese Dinge müssen wir beachten und uns auch angucken, damit wir verstehen, wie Höchstleistungsorganisationen eben mit einer hohen Dynamik, also mit einem hohen Maß an Überraschungen umgehen können. Und diese Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Man kann sich gut vorstellen, dass ein Kollege oder ein Team, das in der Lage ist, sehr viel Wert beizusteuern, dass deren Mitglieder natürlich auch in ihrem Einfluss, in ihrer sozialen Struktur eine gewisse Stärkung erfahren. Und manchmal oder häufig sind mindestens eine dieser beiden Faktoren auch entscheidend, was die Position in der Struktur, in der Organisation betrifft. Was machen jetzt eigentlich diese von Arne erwähnten Höchstleistungsorganisationen? Und man kennt ja diese Namen, DM, Handelsbanken und so weiter. Wir haben in unserer Erfahrung im Kurswechselteam ja mittlerweile auch das ein oder andere Unternehmen betreut und kennen also da auch Beispiele von Organisationen, die erfolgreich begonnen haben, sich anders oder ganz bewusst anders zu organisieren. Und das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen. So eine reine Taylor-Organisation gibt es ja vielleicht gar nicht mehr, ne? Sondern da werden auch verschiedenste Experimente durchgeführt in Richtung Matrix und so weiter. Aber vielleicht gucken wir mal auf das von Arne im Titel auch erwähnte Spiegelei und schauen uns an, wie das funktioniert. Also was wir beobachten können oder so wie wir auf Organisationen gucken, kann man sich eben wie so ein Spiegelei angucken. Also in der Mitte das Ei, Dotter, das Eigelb sozusagen als Kern, drumherum im Eiweiß quasi die Peripherie und ganz außen befindet sich der Markt. Und was jetzt eben passiert, um mit Überraschungen umzugehen, da kann man sich wieder an das Beispiel von dem Schreinermeister in Delmenhorst erinnern. Wir bilden in der Peripherie wertschöpfungsmächtige Teams. Das sind also Meister ihres Fachs, die einen bestimmten Ausschnitt am Markt, an der Umwelt bedienen und die alle Kompetenzen zur Verfügung haben, die es braucht, um so ein Produkt herzustellen. Und da mag es vielleicht noch andere Teams in anderen Organisationen geben, die was Ähnliches machen. Aber dieses Team, diese Zelle, ja, die bringt eben das mit, was sie direkt brauchen, um die Wertschöpfung zu erzielen. Da braucht es ganz wenig Abstimmung mit dem Zentrum für marktrelevante oder kundenrelevante Entscheidungen. Hat der Kunde eine Rückfrage, hat der Kunde eine andere Anforderung, dann entscheidet diese mehr wertschöpfungsmächtige Zelle das für sich. Zusätzlich dazu gibt es also noch das Zentrum. Dort werden eher übergreifende Ausrichtungsthemen behandelt. Also was ist zum Beispiel die Frage des Geschäftskreises? Womit beschäftigt sich die Organisation? Verkaufen wir auch Spargel auf dem Markt oder sind wir doch eher Softwarehersteller, Mobilitätsdienstleister und so weiter? Also so ein bisschen die Ausrichtung, die Abgrenzung des Geschäftskreises zu definieren, das sind Dinge, die im Zentrum passieren. Da kann es durchaus auch sein, dass Mitglieder aus diesen sogenannten wertschöpfungsmächtigen Teams, aus diesen Zellen, dass da einzelne Mitglieder auch im Zentrum eine Rolle spielen. Aber das kann ganz gut helfen, um sich mit dem zu beschäftigen, was es braucht, um mit Überraschungen umzugehen. Also ich habe einen Markt, der mich führt, der das wertschöpfungsmächtige Team ja eben führt durch die Bedürfnisse, durch sich ständig ändernde Kundenbedürfnisse, durch neue Technologien, die auf den Markt kommen und wie wir von Arne schon gehört haben, teilweise ja schon über Nacht ganz neue Dinge entstehen. Das heißt, da haben wir eine hohe Dynamik am Markt und diese Zellen sind in ihrer Wertschöpfung eben unabhängig und können deswegen sehr schnell auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren.
Und vielleicht braucht es bei komplexeren Produkten auch eine Art Spezialisierung. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein Team, das ein komplettes Fahrzeug von Anfang bis Ende produziert. Das wäre ein Team, das ja in seiner Größe plötzlich viele Dutzend oder Hunderte von Menschen beinhalten würde. Und insofern gibt es vielleicht ein Team, das sich mit einem bestimmten Anteil der Wertschöpfung beschäftigt. Also vielleicht die Elektronik, vielleicht die Fahrgastsicherheit, vielleicht andere Aspekte. Und so bilden sich um einen Geschäftsbereich herum viele von diesen wertschöpfungsmächtigen Teams, die sich also auch selbst bilden können und auch selbst, wenn es sie nicht mehr braucht, auch wieder abschaffen können. Und da die nicht komplett unabhängig voneinander funktionieren können, braucht es auch hier Strukturen, die für die Koordination zuständig sind. Also da wird es im Zentrum Kreise geben, kleine Teams, temporäre Teams, vielleicht auch stabile Teams, die regelmäßig dafür sorgen, dass so eine Koordination stattfindet. Die gucken darauf, innerhalb der Teams oder unter den Teams über Teamgrenzen hinweg auch geschaut, was jetzt sinnvoll ist, wo haben sich welche Kundenbedürfnisse, neue Technologien verändert. Also diese Teams sind untereinander nicht einzelständig und völlig frei, sondern sie brauchen möglicherweise und höchstwahrscheinlich sogar heutzutage auch eine gewisse Koordination übereinander hinweg. Genau. Und so schauen wir auf Organisationen in einem Umfeld, in komplexen Umfeldern, in dem also ein Höchstmaß an Dynamik existiert, in dem sich Kundenbedürfnisse über Nacht verändern, neue Technologien entstehen. Und das ist ein Weg, wie man damit umgehen kann. Das wird als Blaupause nicht für jede Organisation funktionieren. Aber was wir gelernt haben in unserer Arbeit ist, dass durch das Zeichnen so eines Bildes und das Draufschauen auf diese Art und Weise auf eine Organisation unter Berücksichtigung dieser erwähnten drei Strukturen, dass das hilft, umzudenken. Also meine Organisation langsam, aber sicher hin zu einer Struktur zu bewegen, die deutlich resilienter ist gegenüber Veränderungen und Einflussfaktoren von außen, weil es eben nicht mehr diese langen Berichtswege nach oben braucht, ehe eine marktrelevante Entscheidung getroffen werden kann. Und so kann eben im Zweifel probeweise mal eine ganz neue Zelle entstehen, wenn wir das Gefühl haben, VR ist ein neues Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Dann bildet sich vielleicht eine kleine neue Zelle aus zwei Mitarbeitern, die dann gewissen Faible für haben, eine gewisse Kompetenz auch haben. Da probiert man aus, ist das etwas, was am Markt eine gewisse Relevanz hat? Ist das bei bestehenden Kunden von Wert? Wenn ja, dann holt man sich mehr Leute hinzu, die benötigten Kompetenzen hinzu. Das ist ein Prozess, der über eine gewisse Zeit hinweg und anhand des Nachweises der Wertschöpfung funktioniert. Und wenn wir feststellen, diesen Kreis braucht es nicht, dieses Geschäftsgebiet, das ist für uns jetzt gerade nicht relevant, da gibt es genug Konkurrenz oder das ist halt nicht, passt nicht in unsere Strategie, dann löst sich diese Zelle wieder auf. Wir haben dafür unzählige Beispiele aus unserer eigenen Organisation bei Team Neustar. Wir sehen das aber auch bei Kunden, dass das sehr gut funktioniert, in diesen wertschöpfungsmächtigen Teams zu arbeiten. Damit bin ich mit meinem Teil durch und wir hätten jetzt noch. Ich würde kurz gern was ergänzen noch, Matthias, Bitte, bitte. um nochmal Bezug zu nehmen auf oder das abzugrenzen zu der Logik der tayloristischen Organisation, wo ja eines der wesentlichen Prinzipien von dem Taylor ist, oben wird gedacht, unten wird gemacht, so ganz platt formuliert. Damit das funktioniert, ist die Voraussetzung ja, dass oben sozusagen ein Wissensvorsprung da ist. Also, dass die oben tatsächlich besser wissen, was am Markt abgeht, was ich leisten muss, damit Kunden was kaufen oder damit Kundenbedürfnisse befriedigt werden. Das Problem ist, wenn sich am Markt relativ schnell diese Situation verändert, dann lernen die Einheiten, die unmittelbaren Kundenkontakt haben, ja am Kunden, was sich da verändert, sehr, sehr schnell. Das heißt, man könnte es, um es ein bisschen böse auszudrücken, das Zentrum verblödet gegenüber der Peripherie, weil die irgendwann viel, viel besser wissen, was brauchen die Kunden eigentlich
Und da entsteht das Problem, dass in dieser Steuerungslogik, also von oben wird gesteuert, was unten passieren soll, das passt nicht mehr zu der Dynamik am Markt, weil irgendwann diese Logik sich umkehrt. Also irgendwann ist die Peripherie schlauer als das Zentrum. Naja, dass diese tayloristische Logik funktioniert, das braucht eben diesen Wissensvorsprung, der kehrt sich um. Deshalb die Logik. Wir haben hier in der Folie nochmal den Kunden eingezeichnet. Und ich habe jetzt viel von Steuerung gesprochen. Wenn wir über all diese Themen, wer führt eigentlich wen, diskutieren, dann kehrt sich auch da die Logik um. Denn ich kann ja sagen, im Grunde genommen, wenn es nur darum geht, Kunden für unsere Produkte, für unser Unternehmen zu begeistern, dann wird eine Organisation nicht ausgehend von einem Zentrum geführt, sondern vom Kunden. Denn der Kunde ist mächtig, plötzlich. Und nicht mehr das Zentrum. Das heißt, es dreht sich auch die Führungslogik ein Stück weit um. Wir haben das hier versucht, mal darzustellen. Ich habe hier in dem Kreis, der jetzt da aufgetaucht ist, das wäre so eine wertschöpfungsmächtige Einheit, von der Matthias gesprochen hat, die alle Fähigkeiten, Skills und Kompetenzen in sich trägt, um dieses konkrete Kundenproblem oder das kann eine gewisse Bedarfsgruppe sein oder vielleicht habe ich das auch regional aufgeteilt. Man kennt das von Aldi Nord, Aldi Süd zum Beispiel, die vollständig das befriedigen kann und der Kunde führt natürlich diese Zelle, während andersrum dann der Wertstrom läuft. Das heißt, wenn ich das weiterdenke, dass diese Zelle in der Peripherie auch das Zentrum führt. Und das ist etwas, was ich häufig beobachte, was wir häufig beobachten, wenn Matthias hat es angedeutet, viele Unternehmen machen sich auf den Weg, auch strukturell Veränderungen vorzunehmen. Ja, mit der Einführung von agilen Ideen, von agilen Frameworks kommt man darauf, deutlich mehr Entscheidungsfreiheit auch in diese Zellen zu legen. Aber sie lösen nicht diese Steuerungslogik auf. Und das ist häufig das Problem, warum dann auch all diese Organisationsmodelle, die bekannt ist das, was man gern das Spotify-Modell nennt, was ja auch nicht das Spotify-Modell ist, aber nehmen wir das mal, wo sich dann einfach eine neue Organisationsschablone genommen wird sozusagen und man wundert sich hinterher, dass das nicht funktioniert. Und das funktioniert deshalb nicht, weil die Rahmenbedingungen dafür, dass das funktionieren kann, eben nicht hergestellt werden, weil immer noch diese Steuerungslogik aus dem Zentrum besteht. Und das ist, glaube ich, einer der häufigsten Fehler beim Wandel von einer klassisch tayloristischen Organisationsstruktur hin zu so einem Spiegelei sozusagen, dass man zwar, ja, ich könnte jetzt auch ein bisschen platt sagen, Container umlackiert und die Abteilungen heißen dann nicht mehr Abteilungen, sondern Tribes, aber im Grunde hat sich nichts verändert. Es verändert sich nur was, wenn ich dieser Idee komplett folge, diese Organisation für Komplexität eben folgt und mich auch trenne von der Idee, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das trifft natürlich für bestimmte Situationen noch zu. Also diese klassische Pyramide brauche ich für Compliance, für Regulatorik, für gesetzliche Anforderungen und so weiter, wo relativ klar ist, das muss von oben durchmoderiert runter werden, da müssen wir uns dran halten, fertig. Für alles das, was in der Wertschöpfung mit Überraschung zu tun hat, funktioniert das nicht. Und diese Logik muss sich umdrehen. Und so gucken wir eben auch, wenn wir arbeiten mit unseren Kundenunternehmen, wo entstehen Widersprüchlichkeiten in der Organisationsstruktur. Also wo passt das, was ich mir als Struktur gegeben habe, nicht zu den Problemen, die jeden Tag gelöst werden müssen. Und das wäre der Angang, genau. Jetzt klingt das natürlich auf dem Papier oder hier in der Präsentation sehr einfach und eingängig möglicherweise, dass das notwendig ist, auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Das würde den Rahmen der heutigen Folge aber mit Sicherheit sprengen, wie denn das gelingen kann. Vielleicht ist das auch ein Hinweis für eine weitere Kombüse-Folge, wo es um das Thema geht, wie kann ich denn so etwas überhaupt angehen? Also wie kann ich das denn schaffen, dass wir nicht nur Container umlackieren, sondern tatsächlich einen ganzheitlichen Wandel der gesamten Organisation hinbekommen? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze dafür. Wir haben das bei den einen oder anderen größeren Organisationen ja bereits gesehen, wo versucht wird, mit einem Paukenschlag die gesamte Firma, die gesamte Organisation umzudrehen, anders aufzustellen und wozu das so alles führt. Da könnten wir, glaube ich, mal ein bisschen detaillierter drauf gucken in einer der nächsten Folgen.